Mein Name ist Ina Stanger, ich bin 27 Jahre alt. Hier im katholischen Klinikum arbeite ich jetzt seit circa ein bisschen über zwei Jahre. Schichtbeginn ist halt 6 Uhr. Dann werden halt erstmal die Medikamente kontrolliert, dann wird halt die Übergabe gemacht vom Nachtdienst, von der ganzen Station. Da hat so verschiedene Untersuchungen angesetzt, so Echo, Langzeit-EKG etc. Ich habe noch einen EKG-Schein für heute, normales Ruhe-EKG rausgeschrieben. Dann gehen wir halt so zwischen 6:30 und 6:45 fangen wir dann an, uns aufzuteilen. Wir haben hier eine Bereichspflege, wo dann die Patienten halt morgens geweckt werden, teilweise gewaschen werden. Guten Morgen. Ich mache mal gerade das Licht an. Dann werden halt die Vitalwerte gemessen, werden für die Katheteruntersuchung vorbereitet. Sie dürfen die Morgenmedikation mit einem kleinen Schluck Wasser einnehmen. Danach bitte nichts mehr essen, nichts mehr trinken, nicht rauchen, gar nichts. Ja? Ja, Krankenschwester wollte ich eigentlich schon immer werden, weil ich irgendwo gesehen habe, meine Mutter hat damals arbeitet im Altenheim und da war ich natürlich als kleines Kind auch gewesen. Und da habe ich halt schon gemerkt, der Bezug zu den älteren Leuten bzw. zu den Patienten, dass das halt gut tut, gerade wenn man Patienten sieht, wie sie viel besser hier rausgehen.